einen wunderschönen Dienstagmittag wünsche ich Ihnen hier aus dem Studio der Lautenkompanie in Berlin, Wedding am Leopoldplatz. Und heute haben wir eine ganz besondere Musicbox. Erstens die 10., seit wir damit begonnen haben in diesem Frühjahr. Und zweitens natürlich ein ganz besonderer Gast. Friederike Otto ist heute hier bei uns zu Gast, eine Zinkenistin, eine Zinkspielerin. Und wir wollen Sie ein bisschen vorstellen heute und auch das Instrument, was sie spielt. Und das erste Stück, was wir eben gespielt haben, Volle Band von Tarquinio Merula, hast du auf einem Altzink gespielt. Auf einem Altzink, so ist es, genau. Das ist das Instrument, was unwesentlich größer als der normale Chorzink ist. Wenn man beim Zink von normal reden kann. Genau, also das ist der normale Chorzink, das ist der Altzink, der ist einen Ton tiefer und hat einen schönen, warmen, satten Klang, wie ich finde. Ja, das finde ich natürlich auch. Und was heißt normal oder Chorzink? Das ist das gebräuchlichste der Instrumente der Zinkenfamilie. Es ist quasi ein Sopraninstrument, aber nicht das ganz kleinste, was es gibt, sondern es bedient die Sopranlage, aber auch ein Teil der Altlage. Und heißt Chorzink, weil er auch ganz oft mit Singstimmen zusammen gespielt wird, Kollaparte. Und nicht zuletzt auch in etlichen Traktaten immer wieder betont wird, dass der Zink der Singstimme so ähnlich ist. Ja, überhaupt Traktate. Ne? Marin Mersenn hat überhaupt geschrieben, was die Eigenschaft des Zinken angeht. So ist er, wenn man ihn zwischen Singstimmen, passt zum Thema, in Kirchen oder Kapellen hört, dem Glanz eines Sonnenstrahls zu vergleichen, der im Schatten oder in der Dunkelheit aufleuchtet. Mhm. Und ein Sonnenstrahl, Friederike, bist du ja in jeder Hinsicht. Ach, vielen Dank. Es geht weiter in unserem Programm mit O Jesu Nomen Dulce, ein kleines geistliches Konzert von Heinrich Schütz. In diesem Fall wird die Singstimme vom Chorzink, vom Normalo-Zink gespielt und der Generalbass vom Chitarrone. Thank you.
Ja, eine Besonderheit unserer Musicbox heute ist, dass jedes Stück, das wir spielen, auf einem anderen Zink gespielt wird. Das war jetzt der Chorzink. Und das nächste Musikstück, eine Pavane von Tuano Arbaud, spielst du auf einem Tenorzink. Sie sehen, der ist ziemlich groß und werden gleich hören, wie er klingt. Und weil Unterschiede, Gegensätze sich anziehen, nämlich zu Friederikes größten Zink die kleinste Laute. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, das war eine Pavane. Ich hoffe, Sie haben alle ein bisschen dazu getanzt auf Ihrem Sofa. Und bevor es weitergeht musikalisch, frage ich dich, Friederike, wie bist du zum Zink gekommen? Warum bist du nicht einfach eine nette Geigerin geworden oder eine Klavierlehrerin? Ja, das sind alles Rollen, die schon besetzt sind in der Familie. Der Zink allerdings nicht. Tatsächlich komme ich vom Klavier. Ich habe ursprünglich damit angefangen und war dann in einem Ensemble in Leipzig der Jugendmusiziergruppe Michael Pretorius zugange, mit Orgel, Portativ, Cembalo, also alles, was die Tasten so zu bieten haben. Und dann hatte ich eines Tages auch einen Zink in der Hand und ja, das hat irgendwie ganz gut geklappt und so kam ich dazu. Das war purer Zufall. Und wie muss man sich denn jetzt die Existenz einer professionellen Zinkenistin vorstellen? Da gibt es ja die beliebte Frage, die du bestimmt auch schon oft gehört hast. Und können Sie denn auch davon leben? Ja, das geht wahrscheinlich uns allen so gleich, alle freiberuflichen Musiker. Also ich mache Konzerte hauptsächlich, unterrichte ein bisschen und ja, ich kann davon leben. Wunderbar. seit wann spielst du bei uns in der Lautenkompanie? Hier bin ich seit 2006. Da haben wir angefangen mit vereinzelten Projekten. Die wurden dann immer mehr und seitdem, ja, bin ich regelmäßig zu Gast und freue mich immer. Gibt es irgendwas, was du hier besonders gut findest, möglicherweise? Möglicherweise auch das, ja. also ich mag tatsächlich an der Lautenkompanie, dass es doch nicht so dogmatisch zugeht und alte Musik mit dem Zeigefinger behandelt wird und so hat es zu sein und nicht anders, sondern dass man einfach Musik machen kann und ohne Konventionen, auch genreübergreifend, wie wir das ja schon des Häufigeren getan haben. Das schätze ich an der Lautenkompanie. Das klingt gut. Und gleich geht es ganz undogmatisch weiter, indem wir uns in den Gefilden der Vokalmusik bewegen und eigentlich zu singende Stücke auf dem Zink spielen. Ein ganz berühmtes Lied aus dem 17. Jahrhundert, wenn man in diesem Fall von berühmt sprechen kann, ist Die Kunst des Küssens von Andreas Hammerschmidt. Ein Musiker, der im 17. Jahrhundert auch in Mitteldeutschland gelebt hat. Und das gibt es jetzt auf dem Zink und nicht nur auf dem Zink, sondern auf dem Zinkenino. Zinkenino, Cornetino, genau. Und dann gibt es eine dritte Strophe mit für die Zeit ganz üblichen Diminutionen, Verkleinerungen, Verzierungen. Und die hat die Kornettistin sich ausgedacht. Ja.
Sehr erotisch, diese Variation. Uns fehlt allerdings noch ein Stück aus dem 16. Jahrhundert. Das haben wir jetzt übersprungen. Oh, das wollten wir eigentlich machen. Also ich habe es übersprungen. Ja. Gut, dann gehen wir doch dahin zurück. Das ist eine Tourbillon, tatsächlich aus der Renaissance, ein Tanz. Und das Instrument, was du dafür nimmst, ist ein dreiteiliger Zink. Genau. Ja? Warum ist es ein dreiteiliger Zink? Und warum sind die anderen keine dreiteiligen? Ich glaube, das hatte ganz praktische Gründe. Kann man auseinandernehmen, sehr handlich, quasi der Reisezink unter den Zinken. Ah. Na dann, reisen wir mal los nach Frankreich. Wunderbar. Jetzt steht auf meinem Spickzettel, Hilfe, die Germanen kommen. Ja. Und damit ist dieses archaische Horn gemeint. Ja, stimmt. Hast du das irgendwie im Teutoburger Wald ausgegraben oder wie muss ich mir das vorstellen? So ähnlich, ganz unspektakulär, gekauft auf dem Markt. Gekauft. Gekauft. Das hätte ja auch aus Luthers berühmter Abfallgrube in Wittenberg stammen können, oder? Aber nun, jetzt ist auch es auf dem Markt gekauft. Genau. Und das ist eigentlich eine Kuh gewesen? Genau, das war mal ein Kuhhorn. Und vermutlich ist der Ursprung der Zinken auch in diesen Grifflochhörnern. Die Form ist ja auch schon so ein bisschen gebogen, so ähnlich. Man hat dann einfach die Spitze abgeschnitten, ein kleines Mundstück da rein eingeformt, eingraviert und Grifflöcher reingemacht. Und dann konnte man darauf kleine Skalen spielen.
Das klingt auch wirklich sehr archaisch. Ich weiß nicht genau, ob ich jetzt einen Ton. Kannst du mir mal einen Fiss zupfen? Ja, damit aber du könntest jetzt wahrscheinlich mit diesem Geräusch alle Drogendealer auf dem Leopoldplatz erschrecken. Etwas üben. Es ist tatsächlich nicht so ganz einfach zu spielen. Das geben wir an die Berliner Polizei als akustische Schreckwaffe. Viel schöner hingegen klingt dann dieses Instrument. Das, Cornetto Muto. Genau. Ja, ein stiller Zink war. Also ich frage mich immer, warum das stiller Zink heißt. Du kannst es bestimmt erklären. Ja, das hat eine ganz einfache Erklärung. Denn alle anderen Zinken haben ein sogenanntes aufgesetztes Kesselmundstück, meistens aus Horn. Hier ist das Mundstück bereits in das Instrument eingearbeitet, in das Holz. Und dadurch ist der Klang wesentlich sanfter, auch etwas leiser. Und ja, daher kommt der Name. Mhm. Und bei Mundstück fällt mir noch ein, kann man noch mal kurz was sagen zu dem Klang, wie der beim Zink entsteht. Weil du greifst ja im Grunde genommen... Wie bei einer Blockflöte. Wie einer Blockflöte. Und der charakteristische Klang kommt aber von dem Kesselmundstück. Genau, ne? So ist es. Also es ist sozusagen ganz normal wie Trompete, Horn oder Posaune. So wird auch der Zink geblasen. Jetzt habe ich ja im Vorfeld unserer Begegnung heute nochmal unglaublich viel gelesen über den Zink. Und da habe ich viele Abbildungen aus dem 16. und 17. Jahrhundert gesehen, wo immer bärtige, sehr üppig bekleidete Männer stehen, aber den Zink ganz oft hier spielen. Ne? Mhm. Wie machst du das? Du spielst ihn in der Mitte. Relativ zentral, ja. Aber das war eigentlich üblich, oder? Das war üblich. Ja. Also ich wie würde das aussehen? So vielleicht, ja. So an der Seite sehr. Ja. Genau. Oder auch so. Ja. Aber das ist, da gibt es einfach unterschiedliche Möglichkeiten. Das hat mit was mit der Zahnstellung, mit der Form der Lippen zu tun. Und ich meine, man hatte ja früher damals nicht so gute Zahnärzte wie heute. Ich nehme an, also man hat einfach wesentlich mehr Spannung an der Seite von Natur aus. Insofern ist es, liegt es nahe, das dort anzusetzen. Ja, unser nächstes Stück, eine süße Melodie, La Suave Melodia, deshalb auch dieser liebliche Cornetto Muto von Andrea Falconeri. Eine süße Melodie zum Dienstagnachmittag und damit sind wir auch schon fast am Ende unseres Böcksleins angekommen. Der 10. Musicbox gestreamt hier aus dem Studio der Lautenkompanie in Berlin-Wedding. Und bevor wir zum letzten Stück kommen, gibt es noch
wie ich finde, erfreuliche Neuigkeiten, weil in unserem kleinen Segment Spotlight gibt es eine neue Musikerin zu bewundern die nächsten 2 Monate. Und das ist, wie es der Zufall will, Friederike Otto. Ja. Mhm. Das trifft sich ja wunderbar, dass du heute schon hier bist. Mhm. Und sie werden in den nächsten Wochen viel Interessantes, Wissenswertes, noch nie Gehörtes über Friederike und ihre Instrumente erfahren. Noch viel mehr, als wir heute in dieser winzigen kleinen Box Ihnen präsentieren konnten. Im Juni wird es wieder eine oder 2 Musicboxes geben. Wir werden dann die Anfangszeit verändern. Von dieser wunderschönen Mittagszeit werden wir uns auf eine Zeit am frühen Abend verändern, nämlich werden die nächsten Boxen um 18 Uhr stattfinden. Und ab dem 28.05., also jetzt schon am kommenden Wochenende, können Sie auf der Website der Händel-Festspiele den vor kurzem letzte Woche in Schaffhausen in der Schweiz aufgenommenen Film mit Händels Oper Ariodante gemeinsam mit dem Marionettentheater Carlo Colla e Fili aus Mailand sehen können. Alles das ist äußerst empfehlenswert, wie Sie sich vorstellen können. Und es geht los mit Ariodante am kommenden Wochenende. Mit all dem wünsche ich Ihnen viel Spaß. Und jetzt gibt es noch die letzte Musik. Ballo del Granduca. Können Sie sich direkt in den Mittagsschlaf tanzen auf Ihrem Sofa. Eine Kombination, wie ich gelernt habe, aus einem Stück von Jan Petersen Zwilling und Friederike Otto. Weil du hast diese ganzen herrlichen Variationen, ich weiß nicht wann, dir ausgedacht. Ja. Gut, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Danke, Friederike, dass du hier warst. Sehr gerne. Ich wohne ja quasi hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.